Ja gut, dann nehmen wir diese Hake hier und graben damit das Beet um. Oder wir nehmen erstmal, wir nehmen die Hake und zimmern damit der Edna mal gehörig eins über die Birne. Was hast du da? So, meine sehr verehrten Damen und Herren, und damit willkommen zurück zu einem kleinen Demo. Einem kleinen Demo-Let's Play oder keine Ahnung, wie wir das Ganze nennen wollen. Von Edna und Harry. Das ist anscheinend, ich bin ja gerade über Steam drüber gestolpert, ist anscheinend der Nachfolger zu dem Game, was auch Gronkh mal LP't hat. Oder ich weiß gar nicht, ja, LP't hat, ne? Ist schon länger fertig, glaube ich, ne? So, es gab eine kleine Vorgeschichte, die habe ich euch erspart, weil das hätte dazu geführt, dass ihr mich erst nach hier, weiß ich, 5 Minuten oder so das erste Mal hört. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Für die, die sich dafür interessieren, die können sich die Demo jederzeit selbst bei Steam runterladen und können dann ja selber sehen, was da alles so gequatscht wird, ne? Hier links im Bild sehen wir Lilly. Lilly ist 9 Jahre alt und wurde von ihren Eltern anscheinend irgendwie hier ins Kloster verbannt. Ich gehe mal davon aus, ich weiß nicht, vielleicht hat sie sich bei den strengsten Eltern der Welt irgendwie beworben oder so, wurde dann abgelehnt, weil sie einen Ziehvater ins Knie gebissen hat, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, sind wir jetzt hier auf der Klosterschule, hier war auch gerade irgend so eine Tante Emma, also eine Klosterfrau war hier mal kurz im Bild, die wird hier Ignaz genannt. Ignaz ist eine ganz eine Strenge und hat uns hier zum Laubfegen verdonnert oder zum Laubrechen oder weiß der Geier irgendwas, ne, so. Und es gibt hier irgendwie eine Funktion. Ich muss dazu sagen, das Vorgängerspiel habe ich nicht gezockt, also ich bin vollkommen unbelastet, was diesen kranken Scheiß hier angeht. Und ja, wir werden uns jetzt zusammen hier durch diese Demo friemeln. Und ja, weiß nicht, kämen wir halt mal, brechen wir hier mal das Laub. Lilly. Ja, da geht sie ab. Das ist ja meine Fresse. Ja, wahnsinnig actionlastig. Und weil wir das so gut gemacht haben, machen wir es gleich nochmal. Okay. Nee, geht gut. Sehe ich schon. Das ist, ja. So, es gibt hier mit Leertaste, hier kann man sich anzeigen lassen, was denn hier es alles zu klicken gibt. Und, also es ist ein klassisches Point-and-Click. Wie nennt man das? Adventure. Ein krankes Point-and-Click-Adventure. Mit Lilly. Edna ist auch am Start. Edna war auch mal kurz da und hat uns erklärt irgendwie, dass wir hier, weiß ich nicht, hier, wir sollen ihr später mal folgen. Wir sehen hier, wir können hier links, können wir dann irgendwann vielleicht mal aus dem Bild hier stapfen. So, jetzt kratzen wir hier über diese Steinplatte. Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Ja, ne? Und wir sehen, die Ignaz, die Klosterfrau, ist eine ganz nette. Das ist nicht zum Aufhalten. Ja, so sehe ich das auch. Machen wir gleich nochmal, weil es so viel Spaß macht. So, Edna, was ist denn? Komm jetzt mal raus. Jetzt ist das Maß aber endgültig ja voll. Ich habe dich wohl mal wieder überschätzt. Nicht einmal zum Laubhaken taugst du etwas. Ja. Egal. Ich habe 2 neue Aufgaben für dich. Die oh ja, da sind wir ja gespannt. Die Wintergarten müssten wieder einmal umgegraben werden. Bekommst ja du das hin? Natürlich, freilich, selbstverständlich. Zweifel ich zwar, ja, aber wir werden sehen. Und wenn du schon mal im Hintergarten bist, der Schaukelbaum ist von Termiten befallen. Ach, lass hey dir was einfallen, um sie ein für alle mal loszuwerden. Also noch einmal, für die ganz Unfähigen. Das sind dann wir, ne? Erstens, Beete umgraben. Zweitens, den Schaukelbaum von Termiten befreien. Selbstverständlich. Wehe, du machst das nicht ordentlich. Ja, dann gibt's von der Klosterfrau mit dem Kreuz eine über den Latz, ne? So, jetzt wird uns hier das Inventar. Wir haben einen Wollknäuel. Ja, damit können wir schon mal, weiß ich nicht, was können wir mit dem Wollknäuel machen? Ich weiß es nicht. Aber Hake haben wir ja auch. Okay, so, jetzt können wir uns, glaube ich, bewegen, gell? So, wir lassen uns mal, ich habe hier noch einen Stift in der Hand. Ohne Facecam, ne? Seht ihr? Weiß ich nicht. Fand ich jetzt irgendwie stimmungsvoller hier ohne Facecam. So, wir lassen uns mal anzeigen, was... Guck mal hier, Gartenschlauch. Dann nehmen wir doch gleich mal die Hake und machen damit den Gartenschlauch kaputt. Und dann... Der Schlauch sollte nur zum Rasensprengen verwendet werden. Lilly durfte nicht einmal aus ihm trinken. Egal, wie groß ihr Durst ja war. Ist doch egal, Mann. Das müssen wir nicht so eng sehen. So, was können wir denn noch machen hier? Kellertür. Die Kellertür machen wir jetzt... Das hat keinen Effekt gehabt, aber Lilly hatte trotzdem das Gefühl, ihrem Ziel einen großen Schritt näher gekommen zu sein. What the fuck? Ja. Verarschst du mich? Nee, oder? Moment, wieso kann ich das, ach, das kann ich jetzt gar nicht auswählen, oder was? Wie gesagt, ich weiß es nicht. Durfte nicht einmal aus natürlich, ihm ja. Können egal wir das irgendwie, ja. Okay, neuer Versuch, so, jetzt pass auf jetzt hier. Kellertür, machen wir die Kellertür die auf hier. Die Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Schade eigentlich. Ich hatte vielleicht die Vermutung, dass Lilly aufgrund ihrer kriminellen Karriere dazu in der Lage ist, mal so ein Schloss hier zu knacken. Aber dem ist anscheinend nicht so. Was haben wir denn noch hier alles? Hier ins Kellerfest. Ins Kellerfenster können wir einsteigen. Aber ich würde vorschlagen, ne, geh weg. Hier, komm, wir gehen mal zum Hintergarten und wir gucken uns da. Sehen wir dann, glaube ich, auch Edna, gell? Ja. So, Edna ist hier am Start. Verbuddelt hier gerade noch die letzte Ration von ihren Drogen oder so. Und,
Jetzt sollen wir ja irgendwie... Wir sollen ja einmal sollen wir das Beet hier umgraben, gell? Und wir sollen diesen Baum von Termiten befreien. Und das machen wir gekonnt, indem wir da draufklicken und dann passiert erstmal gar nichts. Dann bewegen wir diese Reifenschaukel, dadurch knickt der Baum um und stürzt die Schlucht hinunter. Gerne auf der vollkommen ungefährlichen Reifenschaukel spielen. Nicht? Warum nicht? Kletterte sie auch sofort auf den von den Termiten befallenen Baum. Ach, Lilly. Zumindest hätte sie das getan. Offenbar war es ihr aber lieber, einen gehörigen Anschiss zu riskieren, sobald der Spieler ausschaltete. So schaut's aus. Ja, gibt's gleich eine auf die Fresse hier. Ja, komm, dann nimm die Hake in die Hand und kratz die Dinger runter. Oder? Lilly erkannte schnell, dass sie die Termiten auf diese Weise niemals verscheuchen würde. Sie brauchte einen besseren Plan. Ja, und im Pläne schmieden, da sind wir ja Profi. Ja gut, dann nehmen wir diese Hake hier und graben damit das Beet um. Oder wir nehmen die Hake und zimmern damit der Edna mal gehörig eins über die Birne. Was hast du da? Eine Hake? Richtig. Ist ja nett gemeint. Aber ich fürchte, die hilft uns hier nicht weiter. Warum? Dafür bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Schatz? Ja, Schatz. Nee, ist klar, Edna. Ist klar. Ja. Okay. Können wir hier vielleicht noch aufs Beet klicken? Gib mir keine Mühe, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Okay, habe ich verstanden. Gut, wir brauchen eine Schaufel. Sehr schön. Komposttonne, was können wir hier machen? Das war zu schade für den Kompost. Auf jeden Fall. Okay, na gut. Müssen wir wohl zurück zum Schulteich. Okay, also wir brauchen eine Schaufel und wir brauchen, weiß ich nicht, so einen halben Liter Benzin und ein Feuerzeug für diese Termiten hier. Und dann wird das. So, dann gucken wir mal hier ins Kellerfenster. Gucken wir da mal rein. Vielleicht ist da eine Schaufel versteckt. Ach, ja, da wer sagt's denn? Hier. leider keine Schaufel. Kommen wir denn hier irgendwie rein? Können wir irgendwas nehmen hier? Wir nehmen mal das Wollknäuel. Und mit diesem Wollknäuel, mit diesem wirklich schönen Lillys Wollknäuel... Lillys Erfindungsreichtum in allen Ehren. Aber der Pinsel lag direkt unter dem Fenster. Lilly musste nur die Hand ausstrecken. Lilly musste nur die Hand ausstrecken. Also das heißt, wir brauchen doch kein Wollknäuel, sondern wir nehmen ihn einfach hier in die Hand... Na also, wer sagt's denn? Jetzt haben wir einen Pinsel. Damit könnten wir ja theoretisch doch die Termiten vom Baum runterpinseln. Oder vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Presslufthammer, den brauchen wir unbedingt. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Zu kurz, ja. Schade eigentlich. Gut, dann nehmen wir jetzt das Wollknäuel und zimmern damit den Presslufthammer aus. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Okay, ja. Ich sehe schon, der Wortschatz vom Erzähler ist auch relativ eingeschränkt. Okay, ja, dann wird's aber eng hier, ne? Die Klick. Idee war gut. Aber ja, Lilly. Okay, ja, hatten wir schon. Gut, dann raus. Zurück. Okay, jetzt haben wir schon mal einen Pinsel. Und mit diesem Pinsel können wir die Kellertür immer noch nicht öffnen. Den Wasserhahn können wir auch nicht. Gartenschlauch. Okay, ja. Dann gehen wir mal zum Brunnen. Da war ich noch nicht. Das ist Neuland. Beim Brunnen, da finden wir. Freeman, ein Bienennest, na guck mal an. So, dann nehmen wir die Hake und kloppen damit das Bienennest runter. Das ist hey, auch gar nicht lecker. Gefährlich. Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Da, ich spiele nicht, ich bin auf Freeman Mission. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. Okay, hier sehen wir nochmal den Gartenschlauch. Ja, dann pass auf, wir nehmen den Gartenschlauch, nehmen wir in die Hand. Zack, und jetzt das Bienennest runtergezimmert. Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Ach, ja. Nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. Das bezweifle ich. Ab ins Kloster. Okay, hier können wir ins Kloster gehen. Können wir denn mit Freeman mal sprechen? Komm, erzähl uns mal was. Was ist los, Freeman? Lilly, ich dachte schon, da wäre jemand. Stör mich nicht. Ich bin beschäftigt. Mit was? Was machst du denn da hier? Was ist im Brunnen? Komm. Das sieht ja so extrem interessant aus. Ich weiß nicht, vielleicht hat er die Nacht auch durchgezecht und ist hier seit einer halben Stunde am Kotzen. Versucht sich gerade zusammenzureißen, weil Lilly ist ja 9 Jahre alt und generell so manisch depressiv, ne? Das ist wahrscheinlich das reine Fürsorge, ne? Benimmt er sich da jetzt mal? Habe ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen? Hast du ich gesagt, versuche, ja. Mich zu konzentrieren. Haben wir aber überhört. Irgendwas ist da unten im Brunnen. Ich sehe etwas glitzern. Aha! Ich hoffe, es ist der Kellerschlüssel. Das wäre ja so Gumbo. Gumbo, ja. Ja, pass mal auf. What the fuck ist ein Gumbo? Lass mich raten. Du weißt nicht, was Gumbo ist, oder? Yep, wer weiß das schon? Ach, Lilly. Du bist einfach hoffnungslos verspießt. Typen, die so lässig sind wie ich, sagen heute,
Das ist voll Gumbo. Oder das gummt. Aber du bist einfach nur lahm. Voll Ungumbo. Wir sind Ungumbo. Alles klar. Klosterregeln. Aufgaben der Oberin. Oberin, aha. Ignaz. Ich frage mich auch, warum heißt eine Klosterschwester Ignaz? Wahrscheinlich ist es irgendwie so ein klammheimlich so ein Travestiekünstler, oder? Und man erzählt es uns wieder nicht. Wozu Kellerschlüssel? Ja, für was brauchen wir den denn? Ach man, Lilly. Jetzt halt doch mal endlich den Rand. Es sei denn natürlich, du hast eine Idee, wie ich an den Kellerschlüssel komme. Man bedenke nur, was ich damit alles anstellen könnte.